Ich war so gesagt, der Filmfick ist so wunderbar, und das Video, hurra! Ich drück den Daumen hoch! Drück den Daumen hoch! Und zack, schon habe ich euch einen Ohrwurm gemacht, den ihr für den Rest des Wochenendes nicht mehr loswerdet. Gern geschehen. Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm, der heute ausnahmsweise nicht über einen Film spricht, auch wenn der Kanal Filmfreak heißt und mein alter Ego Filmfreak heißt. Nein, heute geht's um Serien. Ja, auch das mache ich ab und zu. Im November 1983 lernten die Kinder, die damals ZDF geguckt haben, das erste Mal, was Fraggles sind. Ja, Muppets, weil sie aus Jim Hensons Creature Shop kommen und genauso wie Kermit und Co. auch von denselben Leuten bedient werden und auf die gleiche Art und Weise gefertigt sind. Aber nein, das hier ist nicht die Muppet Show. Und ja, auch hier wird gesungen und getanzt, aber nein, nicht um das Showpublikum zu unterhalten, sondern um die Welt ein Stückchen besser zu machen und Frieden zu bringen. Weil Jim Henson mit seiner Arbeit an der Sesamstraße, die schon seit den 60ern lief, und an der Muppet Show und an der Entwicklung zu Der dunkle Kristall und an dem ersten Muppets-Kinofilm und an dem zweiten Muppets-Kinofilm und bei Labyrinth hat Jim Henson ja auch noch mitgearbeitet. Weil er da nicht mich mit ausgelastet war, hat er sich gesagt, ich mache eine Serie, die Weltfrieden bringen soll. Puh, Kleinigkeit. Unter unserer Welt, die wir so kennen, in Tunneln und verschachtelten Höhlen und Gängen, da leben die Fraggles. Anthroposophisch hätte ich fast gesagt. Nee, anthropomorph, anomorph, Muppets, die sich wie Menschen bewegen. So, da leben die Fraggles und die singen und tanzen und lachen und spielen so in den Tag hinein, verrichten einmal am Tag ihre vorgegebenen 30 Minuten Arbeit, weil sich das irgendjemand im Fraggle-Universum mal so ausgedacht hat, dass jeder Fraggle 30 Minuten am Tag arbeiten muss, damit die ganze Gesellschaft funktioniert. Und die anderen 23,5 Stunden sind die beschäftigt mit Schlafen, Essen und sich Lieder ausdenken, zusammen spielen und sich gut finden und Spaß haben. Klingt als Konzept jetzt nicht so schlecht. Naja, und da singen die da so rum und da erleben die dann kleine und große Abenteuer. Und eine von diesen Gängen in der Höhle, die führt in ein Loch in der Wand von dem Shop von Doc, einer Silly Creature, wie sie von den Fraggles genannt werden. Also sprich, so nennen die uns Menschen, die in Outer Space, also in der Synchro, dann im Weltraum operieren. Weltraum, das ist aus Fraggles Sicht unsere Welt. Und da ist so ein Loch in der Wand und Doc, ein Erfinder, der zieht da ein und nimmt so den Kasten weg und plötzlich sehen die Fraggles, oh, da geht's ja weiter. Und dann will Traveling Matt, einer der ältesten Fraggles, die es gibt, der will die große, weite Welt da draußen erkunden und schickt regelmäßig Postkarten nach Hause an die Adresse des Erfindershops von Doc. Und da muss Gobo Fraggle, die Hauptfigur der Serie, der muss dann immer so aus dem Loch rausschlupfen und in den Müll da rumwühlen. Doc denkt immer, die Postkarten sind falsch adressiert und die schmeißt er so in den Müll. Und dann muss er da rein und die Postkarten von Traveling Matt rausfischen und an Hund Sprocket vorbei und dann wieder in die Höhle. Und dann erzählt er den anderen Fraggles, was Traveling Matt da draußen so erlebt. Wie wir dann rausfinden, leben in diesen Höhlen nicht nur die Fraggles selbst, sondern auch kleine Bauarbeiterviecher, ungefähr so groß genannt die Doozers, die Workaholics sind, den ganzen Tag entweder irgendwelche Gerüste bauen oder mit so kleinen Baggerchen rumfahren und da Zeug von A nach B karren und dann aus so Stangen wieder neue Gerüste bauen. Diese Stangen werden hergestellt, also der Rohstoff ist Radieschen. Und damit dieser Rohstoff immer fleißig nachgeliefert werden kann, müssen die Fraggles in regelmäßigen Abständen in den Garten von den Gorgs. Das sind so 2 Meter große wilde Kreaturviecher, von denen es ganze 3 Stück gibt und das war's. Das sind Mama Gorg und Papa Gorg und der Papa sagt von sich selbst, er ist der Herrscher über das Universum und Gorg Junior. Und der Papa sagt zu Junior, du bist der Prinz vom Universum. Und die sind nicht besonders helle und finden das immer doof, wenn die Fraggles da so rumfleuchen und Junior will immer Fraggles fangen und sagt dann, hey Mama, ich habe einen Fraggle gefangen. Und Mama fürchtet sich aber grandios vor den Fraggles, macht dann so, so wie klischeeartige Menschenfrauen Angst vor Mäusen haben. Weil auch im Fraggle-Universum nicht alles rund läuft und sie ab und zu mal Hilfe brauchen oder einen guten Rat brauchen, gehen sie zu Marjorie. Das ist so eine Art Orakel. Marjorie ist eine sprechende, denkende, fühlende Müllhalde. Und immer wenn die Fraggles vor einem Problem stehen, dann gehen sie zu Marjorie und sagen, ja Marjorie, was hältst du denn davon? Und wie sollten wir damit umgehen? Und was glaubst du, wie wir das Ganze lösen können? Und dann gibt die allwissende Müllhalde Marjorie ihren Rat und dann setzen die Fraggles das um und dann Problem gelöst. Ja, mein Kostüm löst sich auch auf. Ich muss halt ein bisschen, ich hatte keinen rot-gelb gestreiften Polunder.
bitte um Entschuldigung. Naja, und dann erleben wir die Abenteuer, die die Fraggles da so erleben. Also regelmäßig kommt eine Postkarte von Traveling Matt an seinen Neffen Gobo und der fischt dann die Postkarte raus und der erzählt dann, was draußen in der Welt so los ist. Und dann sieht der Zuschauer auch teilweise, da wird Traveling Matt wird so in der Welt begleitet und wie er hier mal an einem Fischerdock ist und wie er da mal auf dem Boot sitzt und wie er da mal über eine Straße läuft und was die Silly Creatures, sprich wir Menschen, da draußen eigentlich so machen und wie wir so drauf sind. HBO oder Home Box Office war damals ein recht junger Sender, der sich zur Aufgabe gemacht hat, wir zeigen Filme und zwar ausschließlich Filme. Und im Unterschied zum normalen Kabelfernsehen, wie das in den USA so damals üblich war, im Unterschied zum normalen Kabelfernsehen zeigen wir die ohne Werbung und ungekürzt und unumgeschnitten oder irgendwas, weil es immer wieder passiert, dass wenn Kinofilme dann ins Kabelfernsehen kommen in Amerika, dass entweder besonders heftige Szenen rausgeschnitten werden oder dass teilweise Stellen umsynchronisiert werden, wenn zu oft das F-Wort darin vorkommt und alle Nase lang werden die natürlich von Werbung unterbrochen. So kann man einen 2-Stunden-Film auf ungefähr 3 Stunden Sendezeit aufblähen, was jetzt als Konzept ziemlich ätzend ist. Und HBO hat gesagt, wir machen einen Bezahlfernsehen, ja, so ein bisschen so wie Netflix. Heute. Und dafür müsst ihr aber keine Werbung sehen und könnt die Filme so sehen, wie sie ursprünglich gemacht wurden. Und die Fraggles war die erste Serie, die HBO sich an Land gezogen hat, weil die gesagt haben, naja, wir wollen unser Sortiment und unsere Zielgruppe ein bisschen erweitern. Die haben mitproduziert, CBC, die Canadian Broadcasting Company aus Toronto hat mitproduziert, TVS aus England hat mitproduziert und das Jim Henson Studio hat auch ein bisschen Geld zugeschossen. Und so wurde das Budget aufgebracht für die Muppets hätte ich schon gesagt, für die Fraggles, die dann 1983 bis einschließlich 1987 im US-Fernsehen und später auf der ganzen Welt auf Sendung gingen. Jim Hensons Vision, eine Serie zu machen, die so Weltfrieden bringt und auch die Welt zusammenbringen soll und die Welt so ein bisschen vereinigen soll, die wurde auch aus verschiedenen Faktoren aus der Welt zusammengesetzt. Wie gesagt, eine Handvoll Sender, so über die Welt verteilt, haben daran mitgemacht und dazu gab es auch lokalisierte Faktoren dieser Serie, also was in der Fraggle-Höhle oder bei den Gorks passiert ist, das war immer dasselbe und das wurde im selben Studio produziert. Was aber dann außerhalb los war, das konnte sich von Land zu Land unterscheiden. In Nordamerika gab es Doc, gespielt von Jared Parks, der hatte da eben seine Erfinderbutze. In England gab es Fulton McKay, der spielte den Einwohner von einem Leuchtturm, aber selbes Szenario, der nimmt da so einen Karton weg und da ist da so ein Loch in der Wand. Bei uns in Deutschland spielte Hans-Helmut Dicko einen Erfinder namens Doc und auch er hat einen Hund und auch da auf dem Napf stand Sprocket, aber in der synchronisierten Version wurde daraus eingedeutscht Sprocky. Michel Robin spielte die Rolle in Frankreich, einen Koch namens Doc, der einen Hund hat namens Croquette. Und dann lernen wir im Laufe der Serie so die Hauptfiguren kennen. Die eine, die Nummer 1 Hauptfigur, Protagonisten, Viech, das ist Gobo Fraggle, der Neffe von Traveling Matt und der ist auch derjenige, der zuerst von den Gorks gekascht wird und er ist auch derjenige, der so immer mutig ist und raus will und wissen will, was es mit der Welt auf sich hat. Und der muss eben seine ganzen Kumpels und das ganze Gedönse unter einen Hut kriegen. Red Fraggle, das ist die Protagonistin. Sie ist die beste Freundin von ihm und die möchte auch so eine Art Anführerin sein. Zudem ist sie die sportlichste von den ganzen Fraggles, was auch dadurch unterstützt wird. Die hat hier so zwei Püschel oben als Frisur, die aussehen wie so Cheerleader-Pompoms. Wembley Fraggle, das ist der mit dem Hawaii-Hemd, der so ein bisschen aussieht wie Magnum auf der Flucht. Der macht sich immer den ganzen Tag Sorgen und ist hauptsächlich damit beschäftigt, sich darüber Gedanken zu machen, auf welcher Seite vom Bett er am nächsten Tag aussteigen soll. Und der ist immer so ein bisschen vorsichtig und immer so ein bisschen, ach, ich weiß ja nicht und müssen wir denn unbedingt und ach, das ist alles so aufregend und so kompliziert und so schwierig. Moki Fraggle, die ein bisschen aussieht wie Herr von Bödefeld aus der Sesamstraße auf der Flucht, die hat auch so einen wilden so Kopfputz. Verrutscht mein BH hier schon wieder, Mensch. Die ist so die künstlerisch veranlagteste, schweres Wort, der Fraggles und die schreibt Gedichte und die komponiert Lieder und sie malt Bilder und sie singt gerne. Und dann gibt's noch den Grummling, wie hieß denn der? Der hieß nicht Wembley, der hieß Bobber oder Buber Fraggle. Das ist der mit der Schirmmütze, der im Vorspann macht, froh nach Fraggle-Art. Der ist immer ein bisschen miesepetrig drauf, was dabei zur Unterstützung beiträgt. Man sieht auch nie dessen Augen. Also die Schiebemütze, die ist hier so drüber und da kann man halt nicht sehen, was da los ist. Wird außerdem, dadurch hat er ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal bei den Fraggles, wird synchronisiert von einer Stimme, die ich Jahre später wieder gehört habe. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber das ist ein gebürtiger, ich glaube Kanadier. Diese Stimme ist Kent Brockman bei den Simpsons. Und so erlebt der Zuschauer 5 Staffeln lang die Abenteuer der Fraggles und
allen anderen, die so im Fraggle-Universum unterwegs sind. Die Muppet Show war mal die erfolgreichste Sendung der Welt. Jim Henson hat mit seiner Kreation da zwischenzeitlich über 200 Millionen Menschen auf dem ganzen Planeten erreicht und hat gesagt, ich will diese Reichweite nutzen und ich will das Prestige nutzen und ich will den Bekanntheitsgrad der Muppets nutzen, um Weltfrieden zu bringen. Was Aufgaben betrifft, gibt es sicherlich kleinere, die man sich selbst setzen kann, aber verdammt nochmal. Der Typ hat die Muppets erfunden und die Sesamstraße. Also der macht echt keine halben Sachen. Dummerweise gingen die Fraggles gerade mal ein Jahr auf Sendung, bevor der damalige US-Präsi Ronald Reagan das US-Kabelfernsehen und auch die Kinderprogramme im dortigen Kabelfernsehen auf neue Füße gestellt hat. Also es wurde dereguliert noch und nöcher. In der Folge konnte man plötzlich werben, was das Zeug hält. Und für alles Mögliche werben, sei es für Spielzeug oder für was auch immer. Und in der Folge sind dann Serien wie Pilze aus dem Boden geschossen, die eigentlich nur 30-minütige Werbespots waren für das Spielzeug, was da eben verkauft werden sollte. Und so battelten sich die Fraggles um Einschaltquoten und um Sendeplätze mit He-Man aus Masters of the Universe, mit Marshall Bravestar, mit Thunder, Thunder, Thundercats, mit den Transformers Robots in Disguise, mit G.I. Joe und mit Mask. Insgesamt 5 Staffeln der Fraggles wurden produziert, 96 insgesamt, die man international oder zumindest in Nordamerika gesehen hat, Pan 80 wurden nur in Deutschland synchronisiert und ausgestrahlt. Ich glaube, bei der letzten Blu-ray-Veröffentlichung oder sowas, da waren dann tatsächlich alle 96 Folgen drauf. Also auch 12 oder 13, die unsynchronisiert waren in der Originalversion. Also ewig und 3 Tage ist sie nicht gelaufen, sondern nur die erwähnten 5 Staffeln. Trotzdem hat diese Serie etwas geschafft, was vorher und nun ja, aus geschichtlichen Gründen auch nachher nie wieder eine Serie geschafft hat. Es war die erste in Nordamerika produzierte Fernsehserie, die in der damaligen Sowjetunion ausgestrahlt wurde. Und ein paar Monate später hat David Hasselhoff dann schließlich noch die Berliner zersungen und das war's dann mit dem Kalten Krieg und dem Eisernen Vorhang. Also ein Stückchen weit hat Jim Henson ja doch zum Weltfrieden beigetragen, oder nicht? Doch, kann man so sehen. Ja, ich sehe es so. Zudem wurden für diese Fraggles damals bahnbrechende Roboter erfunden. Also zum einen die normalen Fraggles, die wurden halt so animiert, wie Muppets auch animiert wurden. Also wie Kermit und Co. Eine Hand in die Schnauze und die andere Hand kontrolliert die Stöckchen, was so die Armbewegung macht. Die kleinen Duser, die wurden kontrolliert von so Robotern, da hat man seine Hand reingesteckt und dann eben die Duser nach hier und nach da bewegt und auch die Mundbewegungen so macht. Die Gorks, das waren ja normale Stunt-Performer, Leute, die so in Ganzkörperanzügen steckten und außerdem jede Menge Elektronik in dem Schädel da versteckt war. Und diese Elektronik, die haben sich dann die Turtles-Produzenten 1990 geschnappt und haben gesagt, ey, wir wollen Turtles zum Leben erwecken lassen. CGI wurde aber dummerweise noch nicht erfunden und die sind damit zu Jim Hensons Creature Shop und er hat dafür gesorgt, dass 1990 der beste Turtles-Film gemacht wurde, der je gemacht wurde. Nicht auszudenken, was Jim Henson noch so mit der Welt hätte anstellen können, wäre nicht 1990 völlig überraschend und völlig aus dem Nichts und völlig zu früh und völlig blöd an einem streptokokkentoxischen Syndrom oder Schock, Dingsda, Bumsda, irgendwas, also eine Infektion in der Lunge. Und ja, der gute Mann, der ist gerade mal 53 Jahre alt geworden. Eine Zeit lang hat dann sein Sohn Brian Henson die Firma noch weitergeführt und hat so das Erbe verwaltet. Hat ja auch unter anderem Regie geführt 1992 bei der Muppets Weihnachtsgeschichte, aber mittlerweile wie fast alles, aus dem man irgendwie noch 1 Cent rausquetschen kann. Und was eine bekannte Marke ist, gehören auch die Muppets mittlerweile zum Disney-Konzern. Es gab allerdings einen Fraggle Rock-Film, entweder, ja, ich glaube 2021. Den gab es allerdings auf Apple Plus TV und nicht bei Disney. Also ich weiß nicht genau, was da alles an dem Deal dranhängt. Ich glaube, Sesamstraße ist davon ausgenommen. Und soweit ich das sehe, sind die Fraggles auch von diesem Deal ausgenommen. Also die Muppets und alles andere, was dazu gehört, das gehört zu Disney. Der Rest glaube ich nicht. Wenn ihr mehr wisst als ich, haut in die Tasten, schreibt es mir unten rein. Aber von dem doofen Disney-Konzern lassen wir uns doch nicht die Stimmung vermiesen. Nein, wir erfreuen uns stattdessen an 96 Folgen von wilden, aber harmlosen und kindgerechten Abenteuern, Liedern und Singen und Spiel und Spaß und Tanzen. Und wir singen und schwingen das Bein. Jim Henson hatte diese Vision, er wollte das Transportieren Geschichten von Mitgefühl und gegenseitigem Respekt und Toleranz und das Andersartige zu akzeptieren. Das hat er auf diese oder jene Weise geschafft. Zumindest wollte er dafür sorgen, dass die Führungskräfte von morgen heute, also im Kindesalter, diese Botschaft rübergebracht bekommen. Inwieweit das angesichts der aktuellen Lage so zugetroffen ist, tja, das lasse ich mal dahingestellt. Mehr denn je brauchen wir einen Typen wie Jim Henson und brauchen eine Serie wie die Fraggles. Also, falls ihr Kinder habt und falls euch an euren Kindern was liegt und falls euch an der Welt was liegt, geht los und zeigt ihnen die Fraggles.
Kennt ihr die Serie noch? Seid ihr wie ich damit groß geworden? Habt ihr die überhaupt auf dem Schirm gehabt? Oder habt ihr jetzt mit diesem Video das erste Mal davon gehört? Wie findet ihr die Fraggles im Vergleich zu den anderen Jim Henson-Sachen wie Sesamstraße, wie zum Beispiel Muppet Show? Haut in die Tasten. Vielen Dank fürs Däumchen nach oben dirigieren, kommentieren, abonnieren, falls ihr schon abonniert habt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht. Ich kann immer neue Abonnenten gebrauchen. Kommentiert fleißig unter das Video, teilt es auf allen möglichen Kanälen und so weiter und so fort. Ja, jetzt habe ich wieder die YouTube-Sache gemacht, die ich selbst so ätzend finde. Aber hey, ich will auch, dass mein Kanal wächst. Vielen Dank fürs Reinklicken, macht's gut, viel Spaß beim Gucken von die Fraggles und bis zum nächsten Mal.